Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Theo hier mit einer kleinen One Piece News und die ist wirklich groß, aber irgendwie auch klein. Und zwar gibt es einen neuen Film 2019 im Sommer, einen neuen One Piece Film nach Film Gold, der Nachfolger. Und wir wissen ja alle, dass seit Strong World die Filme richtig gut sind. Also Strong World, Film Z und One Piece Film Gold. Wenn ihr sie nicht gesehen habt, Leute, guckt sie auf jeden Fall. Und für 2019 wurde gerade ein weiterer Film angekündigt. Es gibt noch keinen Namen, es gibt nichts, was wir wissen, aber wir können davon ausgehen, dass er geil wird. Und viele wünschen sich halt immer einen Film über die alte Ära oder die Rocks-Ära oder allgemein mit Roger oder sowas. Aber Leute, das wird es, glaube ich, nicht geben in dem Film. Es wird kein Film so großartig, der in den Kinos läuft, ohne jetzt die Merchandise-Maschinerie mit den Strohhüten, Leute. Das gehört dazu, die Strohhüte gehören dazu. Und deswegen zweifle ich so einen Film über die alte Ära über Roger erstmal an. Aber es gibt einen neuen Film und wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass in dem Film wird ja meistens das neue Power-Up gezeigt von Ruffy, dass wir dort Snake Man sehen, weil er kommt im Sommer 2019. Dann haben wir im Anime jetzt den Kampf gegen Katakuri schon gehabt und sowas. Und ich denke, wir sehen dann Gear 4 Snake Man in einem Film, Leute. Alle weiteren Infos zu dem Film werde ich natürlich euch informieren, Leute. Ansonsten war es das mit der kleinen News. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.